Das Jahr 2020 neigt sich so langsam seinem Ende zu und da wollte ich euch mal ein etwas improvisiertes Video mit auf den Weg geben zum Jahreswechsel. Was ihr hier gerade seht, ist ein kleines Gag-Aquarium, das ich bei Wish bestellt habe. Ja, Aquarium kann man nicht sagen. Es ist halt ein kleiner Behälter mit einer sehr kleinen LED drüber, die mit einem USB-Kabel gespeist wird. Aber ich wollte den Gag mal machen und richte das jetzt mal ein bisschen ein. Ist natürlich nicht ernst zu nehmen, aber eignet sich als Hintergrund, um das anzusehen, während ich euch mal ein bisschen erzähle. Und zwar habe ich ja zuletzt ein Unboxing gemacht von einem Aquarium Lady 75 Aquarium. Im Nachhinein habe ich das aber noch mal so ein bisschen untersucht. Und bei 80 cm Kantenlänge hatte das Aquarium nur eine Glasstärke von 4 mm. Und dabei auch keine Glasstege noch verbaut. Und das war mir dann doch zu heikel. Also, dass es irgendwann mal undicht wird oder im schlimmsten Falle platzt. Also 4 mm Glasstärke bei dieser Größe finde ich schon mehr als grenzwertig. Es kann sein, dass da tausendfach nichts passiert, aber ich traue dem Braten nicht. Vor allen Dingen, weil ich noch recht neuen, ziemlich teuren Laminatboden im Wohnzimmer habe, wo das Aquarium stehen sollte. Deswegen habe ich das Aquarium zurückgegeben und habe mir stattdessen ein Juwel Rio 125 bestellt. Worauf ich natürlich immer noch warte und das kann auch noch eine ganze Weile dauern. Ja, den Umständen geschuldet, ne? Ihr könnt euch denken, warum. Und Aquarium zurückgegeben, da auch noch mal eine Anekdote. Also die Geschichte, die darf man wirklich keinem erzählen. Man soll ja den lokalen Handel stärken und das wollte ich auch, obwohl es eine Kette ist. Ich habe da also dieses Aquarium zurückgegeben bei dieser Kette, ich sage nicht welche, und habe gesagt, ich gebe das zwar zurück, aber ihr könnt trotzdem an mir verdienen. Ihr habt das zwar nicht hier, aber ich habe einen Katalog von euch gesehen, dass ihr das Juwel Rio 125 irgendwie im Angebot habt. Und das hätte ich gerne bei euch bestellt und würde das dann hier abholen. Die Frau, obwohl sie davon sehr lange arbeitet, hat von Aquarien null Ahnung. Wirklich null. Ich musste unzählige Mal wiederholen, wie denn die Firma heißt und die Bezeichnung genau und alles. Ja, und dann, was ich erstmal verstehen kann, weil sie es nicht im Laden haben, musste sie ihren Chef anrufen, ob sie das Aquarium überhaupt bestellen darf. Habe ich gewartet und sie durfte es. Aber dann war nicht klar, was soll das Aquarium kosten. Da haben sie den Großhandel angerufen, wo sie wohl immer bestellen. Und da haben sie den Einkaufspreis erfahren, also den sie bezahlen müssen. Und dann musste sie wieder den Chef anrufen, um ihn zu fragen, was es denn beim Kunden kosten soll. Und die gute Frau hat hin und her telefoniert und da habe ich gesagt, ja, das dauert mir zu lange, ich habe auch noch andere Sachen zu tun. Habe meine Telefonnummer hinterlassen und habe gesagt, wenn dann der Preis feststeht, was es kosten soll, sollen die mich anrufen, dann bestelle ich das und dann haben wir alles erledigt. 2 Stunden später rief diese Frau an. Also dazu sei nochmal gesagt, dass der Höchstpreis, den ich für dieses Set im Internet gesehen habe oder jemals gesehen habe, etwa 315 Euro ist. Also mehr sollte das nicht kosten, mit Unterschrank. Dann rief diese Frau mich also an und sagte, ja, das kostet 399 Euro. Da habe ich gesagt, nein, das ist ein Fehler. Das ist der Preis für das Juwel 180, das ist eine Nummer größer. Da sagte sie mir, ja, mit Internetpreisen von irgendwelchen Internethändlern könne man nicht konkurrieren. Und das kann man nicht vergleichen. Da habe ich gesagt, gut, verstehe ich, aber der Preis, den ich hier vor mir habe, der ist von ihrem eigenen Katalog und der beträgt 310 Euro. Und wenn sie das halt nicht hinkriegen, das zu bestellen, dann bestelle ich halt woanders. Und so ist es auch geschehen. Also wie gesagt, ich habe jetzt das Juwel Rio 125 bestellt und warte noch drauf. Nächster Punkt, Werbung. Ihr habt sicher bemerkt, dass vor meinen Videos jetzt Werbung zu sehen ist. Das hatte ich eigentlich nicht vor, hatte ich auch schon mal irgendwann erzählt. Und ja, aber es hat sich so ergeben, dass der Kanal jetzt vor kurzem, vor einem Monat oder zwei,
doch 1000 Abonnenten gekriegt hat. Das hätte ich vorher nie gedacht. Und ich hätte am Anfang auch niemals gedacht, dass ich so viel Zeit und Arbeit in ein einziges Video reinstecke. Ich will da nichts mit verdienen und das macht mir trotzdem Spaß. Aber der Aufwand ist halt sehr groß. Und ich kaufe auch öfter Sachen für den Kanal, sei es jetzt, um Sachen vorzustellen oder Audio-Equipment. Zum Beispiel jetzt habe ich ein neues Mikrofon gekauft. Das hat auch wieder einiges an Geld gekostet. Also das Geld kriege ich nie wieder rein, das ist klar. Und darum geht es mir auch nicht. Aber um halt solche Sachen in Zukunft auch gewährleisten zu können und auch mal immer wieder was zu kaufen, um das dann vorzustellen. Vielleicht, wenn das Geld soweit reicht, ich weiß es nicht, was dabei rumkommt. Deswegen habe ich mich dann doch dazu entschlossen, jetzt Werbung zu schalten. Ich versuche das so gering wie möglich zu halten. Und auch so, ja, angenehm ist Werbung nicht, aber so angenehm wie möglich. Also es wird nicht überhand nehmen wie bei einigen anderen Kanälen. Aber ich möchte halt euch mitteilen, dass ich Werbung geschaltet habe. Schweren Herzens, damit ein paar Cent wieder reinkommen. Aus den genannten Gründen. Ja, eins meiner letzten Videos ist, dass ich meinen Kampffisch in das 54-Liter-Aquarium umgesetzt habe. Dass es da einige Reaktionen geben wird, das war mir völlig klar. Aber dieses Video hat wohl hohe Wellen geschlagen, auch in Facebook-Gruppen, in die ich keine Einsicht habe, weil ich nicht überall Mitglied bin und auch aus vielen wieder ausgetreten bin. Aber einige Bekannte haben mir gesagt, in der und der Gruppe wird das Video geteilt und heftig darüber diskutiert. Ja, das finde ich auch nicht schlecht, weil, wie gesagt, die aktuelle Empfehlung in Deutschland, wie man Kampffische zu halten hat. Und wenn man Kampffisch sagt, dann ist zu 95% der Bettas Blendens gemeint. Damit bin ich nicht einverstanden. Sowohl von der Größe her, als auch von den Formen, diese riesen Flossenmonster, die überhaupt nicht schwimmen können. Und auch von der strikten Einzelhaltung. Da bin ich nicht mit einverstanden. Und viele andere auch nicht. Nicht nur der Joch im Mund, den ich auch in dem Video verlinkt hatte, auch ein hiesiger Züchter und auch ein Zoohändler, der hier ansässige Zoohändler, der das schon seit Jahrzehnten macht und das auch keine Kette ist, der ist auch der Meinung. Mir war das schon lange ein Dorn im Auge, den Fisch in so einem kleinen Behälter und in Langeweile dahin vegetieren zu lassen und deswegen habe ich das gewagt und es funktioniert sehr gut. Wirklich sehr gut. Der Fisch interessiert sich nach wie vor nicht für die anderen Fische, also weder schreckhaft noch aggressiv. Und andersrum ist es genauso. Die Fische, die stören sich am Kampffisch überhaupt nicht. In Zukunft werde ich wahrscheinlich noch öfter mal zwischendurch über den Kampffisch berichten. Aber so wie es aussieht, funktioniert das wunderbar. Der Fisch ist ja auch schon älter. Und ja, keine Ahnung, wie lange er noch leben wird. Aber er hat weder Stress, noch ist er irgendwie aufgeregt oder schwimmt hin und her. Der ist immer noch total entspannt, wie vorher auch. Nur hat das jetzt halt etwas interessanter durch die anderen Fische. In Foren habe ich das schon öfter gesagt oder auch in Facebook-Gruppen selber, komischerweise. Besonders Anfängern, aber auch insgesamt und nicht nur in der Aquaristik sage ich, Hände weg von Facebook. Facebook macht mittlerweile einfach nur noch schlechte Laune. Besonders im letzten Jahr hat sich das, ja, durch Corona auch, da ist einfach nur noch Hass und alles radikalisiert sich und jeder hat recht. In der Aquaristik ist das so, dass fast militant einige Sachen vertreten werden, die irgendwer mal irgendwann gesagt hat, die aber auch seriösen Quellen entgegenstehen. Und zum Beispiel, es gibt so einige Fischarten, da steht so eine ganze Community hinter und da werden die Meinungen immer extremer. Ich sage jetzt nicht, welche Fischarten das sind. Bei einigen können die Aquarien gar nicht groß genug sein. Da frage ich mich, wie man vor 30 Jahren die Tiere gehalten und gezogen hat. Also, es hat da auch funktioniert. Natürlich ist größer immer besser, besonders für die Tiere, wo ich jetzt von rede. Aber was da teilweise empfohlen wird als Mindestmaß, das ist so ein wirklich lachhaft. Also, da können eigentlich fast nur noch Zoos diese Tiere halten. Und bei anderen Fischen ist es aber scheinbar okay, wenn man sie in winzige Behälter zwängt
Euch wird schon klar sein, welchen Fisch ich damit meine. Aber ich spreche das jetzt nicht aus. Ja, also wie gesagt, Hände weg von Facebook und Foren auch, ja, wie soll ich sagen, mit Vorsicht genießen und mehrmals überprüfen, was einem da gesagt wird. Und die Hauptinformationsquelle, heute nicht mehr so populär, aber sollte Literatur sein. Das empfehle ich immer. Ja, und damit bin ich da schon am Ende meiner Gedankenergüsse. Und ich glaube, in einem Punkt sind wir uns alle einig, auch die, mit denen ich mich ungewollt angelegt habe. 2020 war einfach ein Scheißjahr. Und ich bin froh, wenn es jetzt endlich vorbei ist und eine Besserung ist ja durch den Impfstoff auch in Sicht. Also auf jeden Fall bis Sommer wird es immer noch schwierig bleiben, aber es wird besser. Und damit sage ich auf ein gutes Jahr 2021. Wir hören voneinander und damit euch allen einen guten Rutsch ins Jahr 2021.